Muss ich mir eben hinhocken? Ja, die Zombies sind ein bisschen runtergestellt, glaube ich. Die sind auch leichter als üblich, Piccolo. Weil es ja hier vorrangig um PvP gehen soll. Ich komme jetzt mal in eure Richtung gelatscht und guck mal, ob ich überhaupt irgendwie noch eine Karte habe, die sie aufbaut. Ich hoffe, Well meint das jetzt nicht ernst, dass er davon ausgeht, dass jeder die Kammer unten auf 30% hat. Wieder hoch. Hau dich. Okay, da baut sich noch irgendwas auf. Aber meine Karte ist zerschossen. Ich sehe da jemanden auf dem Dach rumkraxeln. Wer ist auf dem Dach? Auf welchem Dach? Auf dem Dach Richtung Südosten. Nicht. Okay, da war jemand auf dem Dach. Der ist Richtung. Wir rennen hier unten rum an so Bäumen mit Spikes. Wo wir sind? Deine Ecke oder was? Es war in eure Richtung. Da bist du. Ja, das ist Based Mod 2. Alles klar, das müsste Io sein. Da ist noch jemand auf dem Dach. Ja, sind zwei Leute auf dem Dach. Auf dem Dach vor uns. Wann? Er hüpft die ganze Zeit hin und her. Das sind zwei auf dem Dach? Lasse. Einen habe ich gerade getroffen. Einen habe ich getroffen, aber ein Treffer reicht ja nicht aus. Ich habe es auch nicht so mit dem Abschätzen, wie ich schießen muss, dass der Pfeil dann trifft. Leicht drüber. Kommt drauf an, welche Entfernung du hast. Ah, ich habe jetzt nur das Haus getroffen. Ja, üben. Musst du ein bisschen. Er ist wieder auf dem Dach. Haben getroffen. Einmal. Ich auch. Ajo. Ich gehe mal Richtung Westen. Da ist noch einer auf dem Dach oben. Ich gehe Richtung Westen und umrunde die quasi. Wir kommen uns gleich entgegen. Vorsicht. Weil Richtung Westen gucke ich auch mehr oder weniger gerade. Hat hier jemand eine Flexstone-Mauer gesetzt? Nee, ne? Die war schon da. Was bist du? Ich bin rechts neben dir. Am Laufen auf der Wiese. Neben mir. Gehe ich von aus, ja? Ja. Hier ist eine Kirche. Osterstrom. Weißt du, da schießt jemand. Kirche sehe ich, da bist du. Okay. Ich sehe jetzt nicht, wer jetzt geschossen hat, aber es war auf jeden Fall in meiner Nähe. Ja, hier oben auf dem Dach, Nordwesten, auf dem Hausdach. Nee, ist hier ist jemand direkt bei mir. Nee, Oster ist etwas weiter weg. Ich gehe zu dir, Oster. Entschuldigung. Ich komme nicht auf Oster. Kein Problem. Ich komme auf Oster, weil ich Oster gerade erschossen habe. Ich meinte Roxy. Ja. Mein Fehler. Peinlich. Okay, ich sehe dich. Ich bin genau vis-à-vis da in der Ecke von dem Haus, unter dem Gitter. Wo das Auto auf der Straße steht. Ah, da. Jo, alles klar. Ich nehme mal die andere Ecke. Irgendwo habe ich jetzt hier noch jemanden gehört. machen. Rumhüpfen oder so. Mist. Wurde getroffen. Mach dich nicht kaputt, Juna. Nee. Das war ich. Dankeschön fürs Follow. Ja, schon wieder einmal in der Community. Ja, das war ich gerade. Mit diesem Hoppel. Okay. Hier ist ein Zombie. Da vorne kommt ein Zombie, genau. Und das Haus da vorne wurde gerade drauf Scheiße, da hinten. Richtung Nordwesten. Ich sehe keinen. Da sind drei. Ich sehe keinen. Ich gehe hier rüber auf die andere Seite. Jetzt so eine Granate. Scheiße, keine Chance gegen die. Dann komm hier rüber. Auf die andere Seite. Über die Straße rüber. Nicht deine Ecke verpflanzen. Da können sie dich einkirchen. Ich bin jetzt da auf dem Dach. Ich muss jetzt weg hier. Hast du diesen Menschen? Dann komm rüber.
bewegt sich so viel. Okay, jetzt sind sie bei mir dran. Der Mensch auf dem Dach heißt Osterstrom oder Io. Ich weiß nicht, wer von beiden. Wie gesagt, ich sehe. Aus dem Schussfeld raus? Ich sehe da hinten niemanden, das ist das Problem. Da waren drei Stück. Da, wo das Auto auf der Straße war, da links war sie. Während ich nicht treffe. Noch vorbei waren sie. Einmal habe ich ihn getroffen für dich. Jetzt ist er vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ich habe nur 71 Health. Das dauert wieder eine Weile, bis ich aufgeladen bin. Oh Gott, hier draußen ist einer. Vor dem Haus. Ja, ich sehe ihn. Mit einer Nahkampfwaffe in der Hand? Nein, mit einem Bogen. Du stehst bei den Spikes, richtig? Ja. Gut. Ich bin das vor den Spikes. Ich mach mal einfach eine Bandage benutzen. Holz lege ich mir da unten rein. Beziehungsweise essen. So, hier. Trinken. Ich sehe jetzt mal keinen Dämon. Ich hab ihn. Perfekt. Ah, supi. Gratulation. So, jetzt gut, zählt Juna. Aber der Kill. Ja, jetzt zählt der Kill. Er. Jetzt zählt er. Genau. So, und danke schön, Bugfix, nochmal für ein Follow. Es tut mir leid, ich konnte nicht gucken. Ja, das bist du. Also ihr seid jetzt 190. Bei Osterstrom und Io sind wir gerade wieder. Okay. Oster, ich bin vom letzten Mal. Ein Van Helsing, immerhin ein Van Helsing. In welche Richtung geht ihr? Ich gehe gerade erstmal weg. Okay. Ja, ich folge wann nach Südwesten. Wir sind, glaube ich, nach Südwesten. Ja, nach Südwesten sind wir. Ich, Hol mir mal ganz kurz eine Heilbandage und muss mein Headset oder meinen Kopfhörer richten. Das ist gerade etwas. Ayo, der da oben auf dem Dach steht. Ja, klar. Das hätte Oster nicht hingekriegt, mich so zu treffen von da oben, während ich ihn bewege. Auf dem Dach von eben sehe ich jetzt gerade keinen. Der ist vorne. Also, der ist immer noch auf dem Dach. Die laufen gerade vorne rum. Und von so kriegt man aber keine Kills, Leute. Ne, pass mal auf. In die Ecke hocken hier. Hinterm Stein. Oder hinterm Baum. Gamestation, Kills, Player Kills 4. Io hat 10 Player Kills. Wow. Nee. 9 Player Kills hat er. Ich sagte gerade, so kriegt man keine Player Kills. Ich hab die Fresse gehalten. Versuch wegzukommen. Das ist eine scheiße Idee. Ich bin gleich tot. Komm dir ein Stückchen entgegen. Da vorne, läufst du unten am Haus rum? Ja, ich laufe jetzt unten am Haus rum. Hab Io wieder. Io ist weg. Das war der auf dem Dach, richtig? Ja, das war der am Dach. Stehst du direkt an der Hauswand? Alter, jetzt bin ich an der Hauswand. Jetzt bin ich auf der Hauswand. 49 Health habe ich nur noch. Nein, nicht schon wieder. Oh, ein Knüppel. Der Knüppel hat natürlich wieder 5000 Reichweite. Schon wieder getroffen, ich bin gleich tot. Und tot. Von welcher? Wer war's? Ist der bei dir? Oster? Captain. Caracho war's. Und der lootet meinen Rucksack, natürlich. Ich glaube, die laufen da zu zweit mindestens rum. Ich bin nämlich ums Haus gerannt. Ja, Mist, und Oster hat mich. Der andere kam mir quasi entgegen. Ja gut, dann bin ich jetzt auch mal gestorben. Und da kommt ein Knüppel auf mich zu. Und der Knüppel hat natürlich wieder Serverreichweite ohne Ende. Ja, wie immer, ne? Das ist Wahnsinn. Ach ja. Ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Auf der Straße vorm nicht, Haus. Ich meine nicht die. Ah, da. Ich sehe den Gegner. Ich kann auf der Karte leider nichts markieren. Ich sehe auch mein Rucksacksymbol nicht mehr. Das ist offensichtlich etwas kaputt gemacht. Oder das Spiel ist so verbuggt bei mir, dass ich nicht meinen Rucksack angezeigt kriege. Aber ich hatte im Rucksack nicht mehr viel drin. Ich habe 50 Fleisch bei mir und einen Gürtel unten drin. Ein Klohammer im Gürtel unten drin. Holz hatte ich im Rucksack. Und ich glaube, 2 Trinken, 2 Yucca noch und das war's. Ansonsten habe ich nichts bei. Was allzu wichtig war. Werde ich auch so beibehalten. Rum, also, Juna, wenn du willst, kannst du noch was essen machen. Das wäre nicht schlecht. Ja, ich hatte auch das Level-Up, sehe ich gerade. Kann mir jemand gucken, wen ich da gerade getötet habe? Ich habe das jetzt nicht im Kopf.
Was willst du? Du hast gerade Captain Carajo. Ja, genau. Umgebracht. Also quasi mich gerecht. Er hatte nur keinen Rucksack dabei. Also dein Rucksack ist entweder zerstört. Oder mein Rucksack jemand anders hat den gelootet. Mhm. Okay. Ich nehme mal kurz das Holz aus der Ding. Es ist echt schade, dass ich Well noch nicht getroffen habe. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich mach mal noch das Fleisch hier in das, ne? Alles klar. Campfire. 50 Fleisch, dann kannst du noch putzeln. Sekunde, ich level eben. Bei mir dauert es noch ein Weilchen. Ja, komm mal. Aber vom Aiming her war ja das jetzt ein Reinfall und sowieso. Aber naja. Das Haus von denen ist hier. Vor mir. Direkt neben den anderen. Ich hätte meinen Knüppel in die Hand nehmen sollen. Vom Dach oben. Jetzt. So, ich habe meinen letzten Halbern da jetzt. Werde ich dafür opfern jetzt. Wenn du dein Compound-Bogen stärker machen willst, wir haben hier noch eine grüne Farbe, wenn wer seinen Compound-Bogen das ist gut, stärker machen will. Ja, das wäre gut für jemanden mit Stahlfallen. Ah, dann mach du das. Aber sowas von. So, im Feuer läuft Essen durch. Eine Sekunde. Gut und Essen sieht gut aus. Ich habe mich gerade etwas verkrochen hier. Okay. Aber mich ärgert immer noch, dass Bohr nicht für mich gezählt hat. Na ja. Das wäre so schön gewesen. Nur Bohr hier als Kill auf der Liste zu haben. Aber ich kann es ja klippen im Nachhinein und weiß dann, dass ich ihn eigentlich getötet habe. Auch wenn es dann nirgends auftaucht und steht. Kann ich ihm unter die Nase reiben. Trinken muss ich noch was holen. Also wir haben noch Schnee da, falls leere Kinder. Ja, hier ist noch. Nee, ich bin... Trink mal jetzt, bis ich voll bin und dann... Ich nehme auch jetzt nicht mehr viel mit jetzt, also macht ja keinen Sinn. Man stirbt ja sowieso nur. Komm, ich brauche noch eine. Ein Repair-Kit. Wir haben jetzt nur den 1er-Compound-Bau, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wir haben noch einen Zweier. Da ist ein Zweier. Dann repariere ich den Zweier und dann behalte ich den. Ist das okay? Ja. Kannst du gerne tun. Gut. Dann habe ich nämlich das auch schon mal fertig, weil mehr brauche ich wahrscheinlich nicht. So schnell geht der ja nicht runter. Zwei Wasser auf Reserve. 150, 140, das ist auch okay. Steine brauche ich eigentlich auch nicht. Ich habe noch 230 Pfeile. Gib die Steine auch mal noch in die Kiste. Eventuell zum Reparieren ein, zwei Steine immer einstecken haben. Ja, stimmt, haben. So ein paar. Und Klohammer brauche ich auch nicht. Ich heile mich gerade ein bisschen hoch mit Aloe-Cream. Wir sind jetzt zu zweit auf dem Dach. Also Ayo und noch irgendwer. Klar. Ja. Und da oben kannst du eigentlich auch gut zielen und du hast ja auch so viele Leute um dich rum oder so. Was? Bitte gerne einen Rucksack. Rucksack. Wie konnte er mich um die Ecke treffen? Wow. Da steht Ayo, Drecksack. Gott. Scheiße. Tasten. Na komm, Fehler. Der Powerschlag hätte sitzen müssen eben, dann wäre er umgefallen. Okay. Dann können wir ausweichen. Ich hab mich mit der Karte noch nicht so wirklich angefreundet. Wir kriegen heute noch einen Killer. Ich werde noch einen Kill machen. Sie wundert, dass ich erst 7 Player-Kills habe, aber naja. Ach so, Map.
sehen. Da siehst du gar nichts. Dann müssten die... Meine Werte. Da sein. Das müsste Captain Caracho sein. Achso, ich müsste eigentlich meinen Rucksack holen, weil da ist die Eisentür drin. Oh. Da fällt mir nämlich wieder ein. Ich mach das gleich. Markierst du den mir einfach? Ja. Mach ein X an eine Stelle und dann markieren einfach. Ich hol dir den gleich. Was? Du hast einen Spike Club? Uiuiui. Oh, Schlange, Schlange, Schlange! Könnte jetzt natürlich auch mein zweiter sein, der jetzt da markiert ist in der ersten. Ne, mal, warte mal. Nee, das ist nicht der erste. Wo habe ich den anderen verloren? Okay. Ich würde sagen, ein Stück weiter südlicher. Sieht man überhaupt einen großarten Unterschied, wenn man sich nur in Deckung geht und man da durchs Gras geht? Ja, die sehen dich bedeutend später, wenn du geduckt läufst. Weil ich hatte mich die waren direkt neben mir. Die haben mich im ersten Moment gar nicht wahrgenommen, weil ich geduckt gelaufen bin. Ja. Aber ich mach's jetzt ich gelevelt. Schwerer. Okay, dann hänge ich mich mal hier an die Wand und perken wir schnell noch. Soll ich dann auch Essen machen oder soll ich einfach nur mal so Headshot oder sowas? Mach lieber mal Headshot, wenn du schießen aktiv, willst. Nee, wie sagt man, progressiv, aggressiv ist glaube ich besser, ne? Mhm. Boom, Headshot. Ah nee, geht ja gar nicht, da muss ich ja nur Level 3 machen, Perception, scheiße. Also wie gesagt, Essen kannst du dir ja sparen. Wichtig ist ja nur, dass es einer okay. von uns ich mach dann Perception Level 3 für Headshot, noch einen zu perken nachher. Vielleicht level ich ja noch einen Level. Du das, ah, das, immer, du bist da. Okay. Ja. Oh, da oben rechts, Vorsicht, rechts oben an dem Haus, an der Mauer. Das ist dran, ja. Okay, gut. Nein, ich bin hier weit weg. Das ist nicht dran, das ist nicht dran. Juna, okay. Kannst du bitte nochmal deinen, Rucksack scheren? Nach rechts? Ja, Sekunde gleich. Hinter deinem Zaun. Hast du gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Okay. Der sucht nämlich da, weil da bin ich eben nämlich gestorben, weil da in der Nähe nämlich das Haus ist, von dem die schießen. Jetzt kommt er rechts rüber, über die Straße. Und auf dem Dach da hinten steht wieder einer. Alles. Könnte Ayos sein, der hier draußen rumschleicht. Der ist eben rumgeschlichen hier draußen. Hat mich umgehauen. So, das bist du, ja, laut Kompass, das bist du. Ich bin da am Haus. Mhm, ich sehe dich. Hier geht's Richtung Straße. Achtung. Nee. Also es könnte falsch. Natürlich, wie gesagt, mein zweiter Rucksack sein, der andere müsste irgendwo im Grün liegen. Falsche Haus markiert. Ich glaube, ich bin ziemlich nah an deren Base gestorben, beim ersten Mal, wo die Tür mit drin ist im Rucksack. Ich sehe keinen Rucksack markiert. Du musst das ja, teilen mit Alice. Hab ich? Schon zweimal? Ach, da unten. Ah, sorry. Hm, ja, danke. Oh, der andere rennt jetzt ziemlich weit Richtung Südwesten. Ach, da? Hm, okay. Genau, das bist du an der Mauer, richtig? Du hüpfst gerade hoch. Nein, ich hock gerade unterm Baum, der gut Deckung gibt. Ich Team 3. Ja gut, dann ist da eben einer in Rams Richtung unterwegs, auf der Mauer. Ja, da oben ist wieder einer. Um den Zaun rum gerade. Mhm. Der ist erst reingehüpft über den Zaun, dann wieder rausgehüpft. Team 3 ist da, Leute. Tut mir leid, mein Fehler. Team 3 ist da in diesem kirchenähnlichen Gebäude. Oh. Also da, wo Juna gerade verstorben ist. Das ist ein Zombie. Da gehe ich nicht rüber. Auf der Mauer, sagst du? Sind sie gerade gewesen? Ja. Mhm.
Bist du innerhalb oder außerhalb happig? Na toll, da wurden noch Yucca und Dings drin. Das war genau, nicht dein war Rucksack. Das ist der falsche Rucksack. Der andere müsste in der Nähe dieses Hauses von denen gewesen sein. Bist du gerade auf der Anhöhe? War links von ich muss doch weg! Das ist ganz dringend! Bist du in der Deckung? Nee, ne? Jonas. Doch, ich bin in der Deckung. Du bist aber ziemlich gerade. Achso, jetzt bin ich in Deckung. Dankeschön. Ich wollte nur sagen, ne? Was vor mir könnte. Okay, das ist einer von den Wachern. Okay, gut, dass ich jetzt nicht geschossen habe. Wow, oh, Bräuwulf hat die Taschen voll. Ich komme nach Hause. Ja, wenn ich das noch schaffe. Da kommt jetzt einer entgegen, Juna. Vorsicht, da kommt einer entgegen, Juna. Ja, ja, das ist Wann. Okay. Ja, ah, hallo. Hab so die Entfernung nicht so ganz aufgeregt. Haus, da. Da ist Haus. An dem anderen Haus ist wieder einer draußen. Das ist auch Wann. Im Osten an dem Haus. Müssen wir da vorbei? Auf dem Hauseweg? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich schon so gut wie zu Hause, Leute. Ja. Das stimmt. Ja gut, da wird ich nicht mehr erwischt. Okay, das ist... Ja, Bräubo hat mich von hinten angeschossen, ey. Er ist rausgekommen, also hat gesehen, ich will was. Bei diesem Haus mit dem Außenbalkon, da ja? Läuft einer außen rum. Da okay. Muss er aufpassen. Sollen wir uns den mal... Da ist nämlich auch eine Base. Sollen wir mal und ich müsste eigentlich jetzt hier geradeaus nach, genau nach Süden zu dem Haus in die Nähe, weil da noch ein Rucksack liegen müsste. Wenn die den nicht geholt hatten. Wie gesagt, einen Rucksack habe ich geholt, da waren drei Aloe drin und ein bisschen Yucca. Genau, dann war das mein zweiter Rucksack. Der erste liegt okay. Gleich noch da hinten. Den habe ich nicht mal gesehen, leider. Also ich versuche mich mal an dem Baustellenhaus ranzuschleichen. Ich investiere jetzt auch mal so ein Repair-Kit hier. Ich meine, wenn du weißt, dass da beim mit dem Außenbalkon einer... Das ist da eine Base oder ist da nur einer so rum? Nee, da ist eine Base. Das ist eine Base. Die hat man markiert. Und okay. Wenn du nach Süden guckst, hinter diesem Baustellenhaus, da ist die nächste Base vom nächsten Team. Plus 6 Range Damage? Alter Falter! Das ist gut. Teil geil. Dann gut Schuss. Danke, danke. So, was habe ich gefunden? Ich habe gefunden. Oh, eine Steinaxt. Okay, Karten hatte er drin. Eine Eisenschaufel, eine Iron Fire Axe, eine Iron Pickaxe habe ich noch gelootet. Ein bisschen Schrott, noch eine Steinaxt, das schmeiße ich da rein, den einen Pfeil auch. Das kommt da rein, daraus mache ich mir direkt nochmal eine Cream und dann soll das reichen. Das kommt da rein. Yucca. An der Baustelle sind alle. Haben wir noch Wasser? Ja. Im Lagerfeuer sein. Boah, oder in der Kiste. Nee, im Lagerfeuer ist nichts mehr. Dann eventuell in der Kiste. Im Lagerfeuer müsste auf jeden Fall noch Essen sein. Ja, im Lagerfeuer ist das Essen. Das packe ich gerade in die Kiste rein. Mhm. Na, da ist er wieder auf dem Dach. Wer ist auf dem Dach? Da ist schon wieder einer auf dem Dach. Und ich sehe meinen Rucksack, der liegt hier auf der Straße. Okay. Ha, ich habe Oster getötet. Okay, super. Ich kann einen Rucksack. Nein, das ist nicht mein Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Der müsste näher am Haus sein, glaube ich. Das war nicht der hier auf der Straße. Mal gucken. Ah, es ruckelt. So, Knüppel in die Hand. Ich sehe hier gar nichts. Das ist ja echt scheiße. Wo ist mein Rucksack? Oh Gott. Hm? Wurde beschossen. Oh, nicht gut. Mhm. Könnte es sein, dass ich jetzt sterbe? Scheiße. Ich bin dann auch mal auf dem Rückweg. Wer hat mich denn getötet? Mukiana. Okay. Das ist wieder ein anderes Team. Nochmal auf dem Rückweg. Auch wenn es nicht viel bringt, ich habe mir jetzt so einen Stoff-Chest-Armor gemacht. Okay. Ja, besser geschützt. Weil das ist halt Brust, da zielen halt die meisten drauf. Da ist halt das Problem, ne? Oh, die hatte 1800 Steine am Mann. Wow. Das ist ja heftig. So.
Was mache ich denn da für Mist? Das reicht. Da habe ich den Muggel nicht gesehen. Eigentlich brauche ich das nicht. Kann ich die Pfeile auch hier lassen? Nee, das brauche ich auch nicht. Ach komm, das kommt alles hier rein. Fertig ist. Aber mein Schnitt ist noch in Ordnung. 2 Player-Kills, 4 Tote, eigentlich 3 Player-Kills und 4 Tote geht. Mhm. Kann man jetzt nicht so essen, viel trinken. Essen ist gut. Ich könnte ein paar Kartoffelchen essen. Aber ihr kennt das Spielchen, ja. Ich mach mal kurz die Cam aus. Ich guck hier gleich wieder. Weil es ist aufregend. Ja, meine Füße frieren schon. Sehe ich im Weg? Nein. Okay. Ich habe da einen kleinen Bug. Was? Wie, wo? Ich gehe mit einem Maulus in dieses PvP-Event. Meine maximale... Mein maximales Leben beträgt 97. Ich heile mich nicht mehr. Ich heile mich nicht mehr. Auch nicht mit Essen. Oh Gott. Oh. Und ich habe 97 von 110. Denkst du, das behebt den Bug? Weil dann kriegen wir keine Minuspunkte, wenn es ein Teamkill ist. Nein, nein. Ach doch. Okay, nichts gesagt. War nur falscher Alarm. Okay, jetzt. Jetzt habe ich gerade einen Punkt dazu bekommen durch Metabolism hier. Ah, okay. War das... Nee, Metabolism hieß das nicht, sondern wie ist der Skill? Healing-Dings für uns da, ne? Selbst Healing-Factor. Healing-Factor. Ja, ja, ja. Ich würde aber trotz alledem, bevor ich mir jetzt auf Leben pushe, noch ein bisschen auf Agilität gehen wollen. Ich habe aber 0 Pulpen. Ich muss ein Teil noch töten, ein Zombie oder sowas. Hm. Ich hau jetzt mal eben die ganzen Einsatzsteinäxte hier raus, ja? Wieder Kackwetter hier. Bisschen mehr Platz in der Kiste haben und dann einmal durchmischen. Ja, du könntest auch die Zweier zerstören, wenn du sie da schon von den Zweiern hat. Ich kann auch meine zerstören, die ich habe, und dann nehme ich mir neue frische Zweier. Passt schon. Und ansonsten kann ich ja jederzeit. Die Schaufeln brauchen wir auch nicht. Weil wir haben jetzt eine Eisenschaufel. Den Schnee und die Aufwertungssachen da abzubauen in den blauen. Ja, ja, ich weiß. Alter Schwede. Ach, ich würde mich da mit der Karte irgendwie nicht warm so. Ja. 34. Bringt das was, wenn ich jetzt was trinke? Ja, kann ich machen. Dankeschön für Follow, Miss Jackie Jackson. Und herzlich willkommen. Tut 40. Water. Da haben die aber 34. Ziemlich dicht, wenn ich so deine Markierungen sehe von den Teams, haben die alle da unten gesiedelt und wir sind die einzigen Blöden, die weit weg genug sind. Oder die Guten vielleicht, die weit weg genug sind von allen. Nee, Well ist auch noch nicht Pfeile gefunden. Ja, ich habe doch 116 Stahlpfeile und 250 Eisenpfeile im Gürtel. Okay. Also, das reicht. Ich habe auch 4 Aloe Cream im Gürtel noch. Ich habe noch 230 Steinpfeile. Ja. Ja, ich mach mir noch mal ein paar Pfeile. Das mach ich mal. Man kann sich übertrinken mit Wasser. Ich bin bei 152. 152 habe ich. Echt? 152 habe ich. Ich probiere jetzt noch mal ein Döschen. Warte mal, wir hatten noch hier noch irgendwo ein kleines Döschen. Ich bin gleich wieder aus der Kiste. 40, 41, 42, 43. 44, 45. Jetzt bin ich gespannt. Ich möchte gern, dass der S wechselt. Was die für Ansprüche heute haben. Nee, bei mir geht es nur bis 150. Das ist immer komisch jetzt. Da habe ich gerade Glück gehabt, wa? Trink mal noch eins, nur zum Spaß, oder? Nee. Nee. Was schon. Lassen wir. Verschwenden. Ich esse jetzt eine Kartoffel, traue ich mich noch zu essen. Mein Essen auch. Mein Essen geht auch. 153 Essen. Den Map-Bug? Also irgendwie ist das hier leicht verpackt. 57 essen, ich esse jetzt noch eine Kartoffel, dann bin ich bei 158, 59, 60. Ah, weil ich es geskillt habe, kann ich bis 160. Wie geht das denn? Okay. Was hast du denn für ein Skill gemacht? Ich habe... Oder? Nee, ganz normal einmal einen Punkt in Fortitude gesteckt. Ja. Maximal Health.
Da habe ich 2 Punkte drin. Das heißt 110. Ja, ist richtig. Und in Stärke nicht. Wo ist denn meine Agilität? Habe ich auch 1 Punkt drin. Maximal Ausdauer. Wahrscheinlich ist die Ausdauer dann auch mit Essen und Trinken zusammenhängend. Komisch. Dass du 10 Punkte mehr machst. Nö, ist mir auch neu. Aber ja, gut. Naja. Vielleicht hat er es ja so gemacht, nur für heute. Möglicherweise. Kommt mir komisch vor, warum das bei mir nicht geht, aber. Bei mir hat er 150 halt gemacht, also. Beim Trinken jedenfalls. So, ich weiß noch nicht, wo das vierte Team ist. Ich guck mal jetzt Essen, ne? Ich habe jetzt 4, dann müsste ich 151 machen. Nö, macht er nicht. Bleibt bei 150 hängen. Nee, komisch. Ist richtig. Sehr seltsam. Akkurazi, oder wie man es ausspricht, ist doch die Genauigkeit, richtig? Ja. Accuracy okay. Ist die Genauigkeit, ja. So, ich, ja, ich remove mal deinen. Ich habe nämlich auf Englisch stehen, deswegen. Ach so. So. Mein Englisch ist müsste ja 6 sein? Einem, nein, ist natürlich noch da. Ja, mein Englisch ist auch für Insiders, also für Reingefallene. Also wie mein Korumba-Würfel. Kommt Jack ja immer noch nicht klar. Aber für mich war das so eindeutig. Was für ein Würfel? Kennst du den nicht, den Korumba-Würfel? In 7 Days. Korumba. Ja, ich konnte den Crucible nie aussprechen, hab dann irgendwann aus dem Crucible Korumba-Würfel gemacht, weil das viel einfacher war. Also jetzt ist Crucifix gesagt, aber Korumba ist schon etwas sehr kreativ. Okay. Und dann habe ich irgendwann so selbstverständlich zu Jack halt gemeint, so, wir brauchen noch den Korumba-Würfel für dich für die Forge. Und dann hat er mich ganz blöd angeguckt und ja, er war irritiert. Für mich war das halt normal, weil ich habe mir das irgendwann angewöhnt, dass das den Korumba-Würfel heißt. Ich weiß nicht, wie ich da drauf kam, aber ich konnte es auch tatsächlich aussprechen. Und auf Deutsch ist es nicht eingefallen, wie das Ding heißt. Und daher ja, war ich es weiß auch, ohne Scheiß, ich weiß auf Deutsch, weiß ich auch nicht. Schmelztiegel. Vielleicht. Mittlerweile weiß ich das. Aber ich kannte halt nur den Messschieber und den haben sie ersetzt. Ja. Und ich konnte es nicht aussprechen, dann war das ein Korumba-Würfel. Der Kruzzibu. Ja, er hat aber so einen scheiß Namen auf Englisch, ne? Ja. Ja, das ist schon. Oh, Kruzzibu. Genau, Piccolo. Your English. English is not a yellow from the egg. Ja, genau. Ja, machen wir jetzt nochmal raus. Und ein Flugschiff, weil mir das Name nicht eingefallen ist von dem fliegenden Ding. Da habe ich ein Flugschiff draus gemacht. Flugschiff? Ja. Aus dem fliegenden Fahrrad oder was? Ich weiß es nicht, was es war. Es war irgendwas ja, Fliegendes und ich habe. Gyrokopter. Gyrokopter, genau. Flugschiff, ja gut. Das wärst du auch noch, ein Flugschiff. Und der Korumba-Würfel, das ist klasse. Nee, ich hatte im Kopf, dass Korumba mit C geschrieben wird, auch wenn es falsch ist. Und ach so. Deswegen ist dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum ich an Korumba gedacht habe in dem Moment. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Machen wir jetzt weiter wie nachts oder so? Oder ja, ich bin gerade noch ein bisschen draußen. Guck mir hier nochmal irgendwas an, aber irgendwie ist das zombie-technisch alles schon klein gehauen. Würde ich nämlich Punkte machen beim meinen, aber. Ja, bei meinen machst du ja keine Punkte, ne? Läuft? Ja, ich laufe hier vorne. Ich püpfe gerade ein bisschen. Ja, bei mir brauchst du auch keine Angst haben. Ich mache keine Teamkills. Ich erkenne das mittlerweile, wer zu mir gehört und wer nicht. Das freut mich. Ich hatte immer Pech. Entweder hatte ich Ayo im Team, der mich zweimal getötet hat, oder Dr. Matt, der mich zweimal im Team getötet hat. Das war nicht schön. Ist ja noch ziemlich hell. Das glaube ich. Aber ich verstehe nicht, warum bei mir die ganze Karte hier weg ist, ne? Da hinten, wo die Kirche ist, ne? Richtung Westen. Ja. Luna, es da ist hinten. Ist eine kleine Karte, genau. Aber da bei hinten, mir wo die Kirche ist, da. Hört ja. Bei mir die Karte auf. Da hört bei mir. Und hier der Hügel da, Richtung Süden, ne? Da auf der Straße, wo so ein bisschen hochgeht. Ja. Das ist bei mir die Karte zu Ende. Ne, ja, das kann normal nicht sein. Alles hinten dran ist bei mir flach. Also, als wenn nichts nachgeladen ist. Jetzt ja. Ist da Richtung. In die Richtung da. So, warte mal, Moment mal. Moment mal. Hab ich da irgendwie. Platz 5 eingestellt, Gott ist. Nee. Haben wir 95? Wie sieht's denn aus mit Display? Fullscreen, V-Sync, Gunner, was ist der da? New Distance ist high. So, dann wird der Alten da hinten mal zu sehen sein bei mir. Aber ich sehe hier nur überall flat. Flaches Bedrock, Texturen, Gedönse. Aber wenn du im Spiel bist, siehst du schon. Wenn ich da hinten drüber latsche, lädt das nach, ja. Aber von hier aus gesehen habe ich nur so ein Quadrat von, was weiß ich, 120 Block mal 120 Block. Das sehe ich nicht. Das ist total scheiße. Ich bin ja gerade ein bisschen doof. Ich mache das hier mit Stabfallen. Da unten läuft
Run. Das ist wann? Ne? Das ist wann, genau. Und da ist ja die Kirche. Und da hinten dran, direkt wo der Pfeiler ist, da vorne am Haupteingang, da hört alles auf bei mir. Da ist nichts mehr. Das ist ein Bug, den kenne ich. Den hatte ich auch mal, wo ich dann die anderen Chunks nicht gesehen habe. Ja. Das ist das erste Mal. Also ich dachte jetzt irgendwie, dass wir vielleicht schon... Kommt vor auf dem Server. Da also ich hab jetzt ja, wie gesagt, komplett aus dem Spiel raus und wieder rein, hat nichts genutzt, also. Weil ich dachte, beim kompletten Rausgehen wird mal wieder neu geladen, aber nö. Nee. So, wir sind jetzt bei Tag 3 von 6. Soll Frau, wo kommst du denn her? Soll ich bei Tag 4 in die Feuerstation nehmen uns da rein? Können wir machen. Oder können wir uns eher auf Killen konzentrieren? Mir ist das egal, wie ihr wollt, ich bin da flexibel. Die Fire Station habe ich schon gelootet, da war ich schon komplett drin im ersten Tag. Wahrscheinlich sowieso kein Treffen, also von daher. Na, du hilfst ja auch schon, das ist genauso wie bei mir, wenn wir nicht unnötig viel sterben. Dann gibt es wenigstens nicht so viele Minuspunkte für die KI. Also wenn ihr sagt, wir sind jetzt so geil drauf, dass wir das Punkteverhältnis gut halten, dann bleibe ich da zu Hause und sterbe nicht. Ansonsten hätte ich gesagt, ich mache Kamikaze, also da kann ich auch, wenn es sein muss. Ich treffe da zwar keinen, aber ich sterbe dann auch. Na, ich übe doch auch noch. Ja, wie ihr wollt. Mir ist es wurscht. Ich glaube, wir vertrauen da auch, wann wir das schon einschätzen können. Boah, ich krieg aber die alle zusammen kriege ich nicht mehr ein, ey. Ich bin bei 8 Player-Kills, also ich versuche mein Bestes, aber... Ja, dann gehen wir einfach mit und versuchen, dich zu unterstützen, auch wenn wir gleich ein paar Mal drauf gehen. Alleine geht's noch. Also, vielleicht, wenn einer mitkommen will... Jetzt schon um die Uhrzeit? Nein, noch nicht. Ja, klar. Ich bin nachts draußen. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Die Zombies sind hier nicht auf Rennen eingestellt, sondern auf Laufen eingestellt. Also ach, Walk. Die rennen gar nicht so schnell wie. Die, da kannst du ohne Probleme wunderbar entkommen. Vorausgesetzt, da kommt nicht so ein Zombie direkt neben der Tür, wie jetzt hier. So, jetzt nicht erschrecken. Aber ich auch. So. Was ich nämlich mal gerade machen wollte, ist hier. Rein? Ja, alles gut. Lass die Zombies mal sitzen, nein. Lucky Luke, hast du ein Rezept oder so, wie das Ding heißt? Lass sie nicht schlagen. Ja. Hier ist ein Painkiller, den nehme ich dann doch mal. Also im Singleplayer renne ich tatsächlich mittlerweile nur noch mit Knüppel rum, ohne Bogen. Also ja, Knüppel ist auch mein. Also, ich sag mal so, ab dem Zweierknüppel, wo ich dann so einen Kochtopf hab. Und ich hab zwei. Hab doch einen Kochtopf gefunden. Ich bin auf dem Dach. Check. Irgendwie stimmt jetzt mein Kompass hier auch nicht mehr, wenn ich jetzt hier an der Bahn glitscht der oben okay. Kompass immer wieder weg. Ich gehe schon davor. Gott, dann schlag ich jetzt. Mein Spiel spinnt. Das ist nicht gut. Sobald wir an dem Haus in der Karte sind. Ei, jetzt blutig. Okay, ihr seid da drin. Okay. Das wert einiges. Okay. Hast du was dabei gegen deine Blutung? Ja, Bandage habe ich nicht mehr dabei. Ich hatte Bandagen. Ich habe sie noch nicht gesehen, hatte Panik, habe mir eine neue gecraftet in der kurzen Zeit. In der kurzen Zeit? Okay. Der ist am Stillen und Flohen. Ah, der kann das. Ja, ich kann das auch ganz gut, Rivan. Also ich kann gerade gar nichts mehr, weil ich nichts mehr habe. Also, Lucky Looter, wer will das denn lesen? Nee. Okay. Eigentlich muss ich sowas nicht lesen. Ja. Dann nehme ich es. Nützt zwar auch nichts. Oh, danke. Ich habe Lucky Looter bekommen. Hab einen Cooking Grill gefunden. Ach, wie geil. So, teamintern. Neue Bandagen. Und Stu habe ich gefunden. Toll. Das ist immer witzig. Und Stu habe ich gefunden. Meet Stu. Das kommt weg. Das kommt weg. Trinken ist 20. Gut, das wäre jetzt Verschwendung. Ja, mach du mal hier. Du könntest noch zwei Bandagen machen. Also normale Bandagen. Dann würde ich die nämlich mir unten in den Gürtel reinlegen und dann wäre ich auch schon quasi... Ja, ich lasse fallen. Ja, so, okay. Dankeschön. Ich habe auch noch Bandagen übrig. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Also. Normale. Ihr seid satt, denke ich mal, ne? Hat einer von euch noch Platz oder sowas? Weil ich würde ganz gerne weiterlaufen.
Also Platz habe ich ganz viel, aber wie gesagt, wenn ich habe noch einen Gürtelplatz, wenn du was sehr Wichtiges dabei hast. Ich würde das, was ich gerade gelootet habe, ganz gerne irgendwie gerade euch geben. Ich weiß nicht, was Welle gemacht hat. Ja, kannst du mir geben, ja. Nee, die brauche ich noch. Aber Welle ist gestorben. Eventuell ein Zombie oder er ist verblutet, weil dann wird das dem Spieler nicht angerechnet, wenn er verblutet, leider. Ja, so wie bei mir mit dem Boar-Gaming-Kill. Wurde mir auch nicht angerechnet. Obwohl er wegen mir gestorben ist. Nehme ich das Two mit? Ich glaube ja, okay. Oberste Bierkühler. So mit, Proxy, das wenn einer von euch das eben nach Hause bringt, wäre das top. Ich zurück. Okay. Wegen Cooking Grill und so, wisst ihr? Mhm. Ist ja schon ein bisschen was dann dabei. Dann können wir jetzt auch dieses bessere Gegrillte, was uns kein Wasser abzieht, machen. Ach nee, Cooking Grill doch. Du meinst den Grillrost, oder? Den Grillrost, ja. Ja gut, dann können wir das Fleisch, was kein Wasser abzieht, machen. So. Reicht das? Häng ich am Stein, ernsthaft? Nicht ganz. Naja, okay, komm, egal. Du bist das da oben an der Tür, ne? Da ist ein Safe drin, nur zur Info. Oben wahrscheinlich, oder? Juna, hast du noch Painkiller einstecken? Nee. Dann kriegst du jetzt von mir einen. Aber weißt du, dass da Zombies drin sind, ne? Ja, hier. Ganz oben aber, glaube ich. Ich leg den Grill da mal in den ins Campfire, ne? Ja, in das obere. Also ich weiß, dass hier hinten die Straße gelootet war. Mal hier rein. Säure, wer es braucht. Früher. Gut, ihr geht looten, ich suche mal die anderen, also das andere Team nochmal auf. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, dann kommst du hin. Also hier ist so ein Haus, da steht Alpha 16 dran, nur zur Info, ne? Wow. Davon habe ich einen Screenshot gemacht, nur zur Info, also dementsprechend. Das ist bestimmt ein B-Mod versteckt. Nein, ich glaube eher, dass sich da ein Aldur vertan hat. Meinst du? Ja, oder er hat sich selbst angezündet mit einem Molotow oder er ist ein Kämpfer, ja. Du traust mir viel zu. Na, das hatte er ja alles schon. Er wollte den Molo wegschmeißen, hat ihn aus der Tasche einfach auf den Boden geschmissen, hat sich angezündet. Du, das hatte ich aber auch schon hingekriegt. Ja, beim ersten Mal in der Hortennacht, glaube ich sogar vorher, wo ich sagte, ja komm hin, ich brauch den nicht. Wups, und dann. Genau, das wollte er auch machen zum Plattmund hier nehmen und schmeißt den Molly raus. Ja. Das hab ich auch schon hinter mir bei den Gefährten mit Schnitzel, wo ich Schnitzel dachte, hier Schnitzel, guck mal, was ich gemacht habe, hier, fopp, direkt zur Hordennacht. Ja. Kann man bitte nicht hochdrehen, wer auch immer meinte, Schwände zu gucken. Und wir hatten schon gehabt, als nach dem Holzerigen Fan mal versuchen durchzuwerfen. Ja, das auch, ich vergesse immer, dass das nicht geht. Das hatten wir alle schon, von daher. Gott. Gott. So, ich wäre jetzt wieder ausgeladen und dann würde ich dann nochmal rausgelatscht kommen. WTF, ich treff nicht. Lebst du? Ja, ich lebe noch. Alles gut. So, jetzt aber. Und Level up. Oh, Level up ist gut. Ich ernte gerade so ein bisschen die Aloe-Pflanzen hier noch weg. Und die Yucca nehme ich auch noch mit. Warum ist es eigentlich so hell? Verdammt. Also im Schneegebiet ist allgemein heller. Ja. Ich wollte gerade sagen. Weil ich habe jetzt so extrem die Gamma nicht, also. Ja, oder Astra-Geist war es. So, ich klopfe jetzt den Safe auf, der hier oben ist. Okay. Viel Glück. Dauert jetzt eine Weile. Hier ist gelootet. Hier ist überall gelootet. Hier sind schon welche lang. Was soll ich davon halten, ey? Ich glaube jetzt nicht, dass die sich hier irgendwie aus verschanzt haben oder so ein Scheiß. Vielleicht da in dem großen Haus? Oder bist du da drin? Ist das... Nein, im großen Haus glaube ich nicht. Das ist zu viel. Wenn da Zombies in der Nacht rumgurken, dann... Dieser Bruchbude hier hinten glaube ich es auch nicht.
komme dir mal langsam entgegen, Juna. Ja. Ich bin in dem Ruinenhaus im ersten Stock und klopfe den Safe auf. Eigentlich hätte Proxy in Sledgehammer mitbringen können. Was? Ein Sledgehammer hätte sie mitbringen können. Ah, okay. Da denke ich nicht an. Ich vergesse das immer, dass man mit dem ja auch besser aufmachen kann. Ach, da oben sind die Ruinen-Dings. Mhm. So. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann stackt. Mikros died. Dann stackt Aloe Cream maximal bis 10, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Oh, ich erfriere, das ist nicht gut. Wieso ja, hier ist halt Schneegebiet in der Ruine, aber bei mir geht es mit der Temperatur auf jeden Fall. Wo friere ich denn jetzt hier? War doch eben nicht. Oh, blöd. Im ersten Stock? Mhm. Ah, ich bin hier in der Nähe von den anderen wieder. Ganz oben. Nee, steckt höher. Coole Sache. Hab ich nicht hochgebaut. Ah, okay. Bis 11 auf jeden Fall, das heißt, das wird mindestens bis 15 gehen. Was? 15? Achso. Aloe Cream. Okay. Und das ist gut. Okay. Weil ich habe die im Gürtel und damit kann ich mich wunderbar immer direkt instant um 5 und dann nochmal um 5 oder 10 weitere Punkte hochheilen. Okay. Auf Zeit. Und das ist relativ schnell. Das ist besser als also wie so eine Heilbandage, weißt du, nur etwas weniger. Ja, weil die Heilbandage müsste man schon wieder skillen. Richtig, die muss man skillen und lernen. Das wäre verschwendete Punkte jetzt so kurz vor Schluss. Ja. Das scrappe ich. Vielleicht wird es ja wärmer. Okay, jetzt ist das Schneeflöckchen weg. Gut. Ja, immerhin. Ich hab's noch, aber alles. Immerhin etwas. Okay, ich merke am Essen. Ich weiß nicht, wo Bell und Killer Lady die Basis haben. Ich weiß es einfach nicht. Okay, da habe ich Zombie auch geweckt. Also wenn du Ayo findest, Ayo müsste jetzt bei der Base von Bell sein, weil er die ganze Zeit hier auf Bell eintrifft unter Umständen. Könnten die bei seiner Base sein. Ich sehe aber da draußen auch keinen rumlaufen, ne? Oh Gott. So, jetzt geht's wieder. Ich hab manchmal so Mini-Lags hier. Ja. Ich sehe keinen rumlaufen. Da, wo Alpha 16 die gehen dran nachts steht, auch nicht raus. An dem Riesenhaus, auf mich wird geschossen. Alpha 16. Hm? Auf mich wird geschossen. Au. Weißt du nicht von aber wo? Wie gesagt, ich sehe ja nicht so weit. Da bist du in dem Haus und dann ist hinten dran wieder gar nichts bei mir. Das ist echt scheiße. Ja, wann ist so 300 Meter von uns weg? Ja. Lege ich gleich auf. Und wie ich da rausgehe, kriege ich wieder ein Schneeflöckchen. Das ist doch scheiße. Ja, jetzt mal. Was gibt's? So, ein, zweier Compound-Bogen. Das ist doch schön. Und ein Waffenmodifier. Modified the trigger group to fire semi-auto only. Was? Das, ich glaube, das modifiziert das eine Schusswaffe, damit sagen, die mehr Schuss hintereinander ja abschießt ja als also normal. Für uns so würde ich unbrauchbar das definieren. Ja, unbrauchbar. Also, leider. Ja? Ja. Ja. Hört sich an wie so für was weiß ich. Ja, wir haben ja so keine Schusswaffen, ja, deswegen genau wird das uns nichts bringen. Ja. Ja. So, wir nehmen noch mal den Stein mit ein bisschen. Stimmt, ein paar Steine könnte ich hier noch kloppen. So, oh, dann muss ich aus dem Schneegebiet raus. Ja, ich komme mal mit. Oh, zwei Snowberries kann ich essen. Ja, drei sollten gehen. Ich lade wieder die Stahlpfeile rein bei mir. Okay. Die Snowberries, wenn du diese Intrinsic Immunity hast, kannst du Snowberries essen, bis du umkippst. Echt? Ja. Und Eier auch, hohe Eier. Wusste ich noch gar nicht. Mein Spezialgebiet. Echt? Beim Roten Kreuz, beim Perken,
Intrinsic Immunity auf 1. Kannst du essen. Ich habe, glaube ich, 2 Eier, die mich vergammelt haben, wo ich mich vergiftet haben, bei, glaube ich, 250 Eier oder so. Die sind auf jeden Fall meistens so meine erste Wahl am Anfang. Ist gut, dass du immer blau bist. Da erkennt man dich wenigstens immer. Ja. Na so, Gott sei Dank. Das hat echt Vorteile. So ähnlich war das gedacht. Juni hat schönes pinkes Haar. Das ist auch schon ganz gut, aber... Ja, die habe ich extra pink gemacht, damit meine Teammitglieder mich dann mal erkennen, weil in der Regel ja keiner pinke Haare hat. Vorausgesetzt, du hast keine Kapuze auf. Oh toll, und jetzt überhitze ich. Sag mal, der will mich doch verarschen. Könnte ich natürlich ausziehen, meine Base. Eben fast erfroren, nee, und jetzt besser so als erhitzt.